Gra-Eindringlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Expedition 7 Leviathan. Wir kümmern uns heute um Iteration 3 und 4 und ich muss sagen, generell war die Expedition bisher ein echter Spaziergang, wenn man denn weiß, wie es funktioniert. Und wir, also die Iteration 3 und 4 und auch 1 und 2 natürlich, easy peasy übersteht. Ohne Gefahr zu laufen, zu sterben, dann schaut dieses Video, das zeige ich euch nämlich hier. Ich glaube bisher, ich bin jetzt gerade hier am Grab von Phase 5. Ich fange jetzt also Phase 5 an, den fünften Ankerpunkt habe ich bereits erreicht. Ich glaube, das Gefährlichste bisher, bis zu diesem Punkt, war wirklich das Jetpack. Denn wenn euch in einer Höhe von 20 Metern der Saft ausgeht, den Sturz überlebt ihr nicht. Und ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, geht jedem Kampf aus dem Weg und geht nur in die Kämpfe, die wirklich unbedingt nötig sind, um irgendwas für die Expedition zu erfüllen. Und das sind so gut wie keine Kämpfe. Und den Rest zeige ich euch jetzt im Video. Los geht's! Zuallererst ein paar Tipps, die mir jetzt so während Iteration 3 und 4 aufgefallen sind, weil es mich einfach selbst mega genervt wird. Man wird ja quasi in jedem System sofort angegriffen, sprich feindlicher Scan entdeckt, bla bla bla. Diesen Kämpfen könnt ihr getrost aus dem Weg gehen. Ruft einfach in dem Moment, wo ihr gescannt werdet, die Raumschiff-Anomalie direkt vor eure Nase, fliegt rein, fliegt wieder raus und ihr habt Ruhe. Dasselbe gilt für Angriffe durch Wächter auf Planeten. Da könnt ihr entweder einfach direkt neu starten, um dem Kampf aus dem Weg zu gehen, oder ihr springt in euer Schiff, hebt ab von der Planetenoberfläche, fliegt Vollgas ins All und sobald ihr aus der Atmosphäre raus seid, zack, gleich die Weltraumanomalie gerufen, reingeflogen, fertig. Da ist es völlig wurscht, ob irgendwelche Wächterschiffe hinter euch herfliegen. Ignoriert die einfach und fliegt in die Weltraumanomalie. So könnt ihr am besten den Kämpfen aus dem Weg gehen und damit habt ihr schon die halbe Miete. So, den nächsten Tipp, den seht ihr hier, Leute. Sitzt die Stürme einfach aus. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch weitere Tipps gerade geben und ja, es tauchte ein Sturm auf und das Erste, was ihr macht, entweder buddelt ihr ein Loch in die Erde mit dem Terrainmanipulator und sitzt dort den Sturm aus, oder ihr ruft schnell euer Schiff und schlüpft rein und wartet, bis der Sturm vorbei ist. Es gibt später in der Expedition, wie ich gehört habe, auch Wirbelstürme, die euch in die Luft tragen. So ein Tornado mag vielleicht eine lustige Achterbahnfahrt sein, aber die Landung ist tödlich, wenn ihr Pech habt. Also sitzt die Stürme aus und dann passiert euch auch nichts. Der nächste Tipp bezieht sich auf Weltraumkämpfe. Solltet ihr doch mal in einen Kampf verwickelt werden, stellt bitte sicher, dass ihr möglichst viel Natrium, Natriumnitrat oder Sternenschildbatterien im Gepäck mit euch führt, damit ihr während des Kampfes schnell eure Raumschiffschilde aufladen könnt. Und wenn ihr merkt, es wird echt eng, dann macht's wie ich. Ich habe das in einem Kampf tatsächlich machen müssen, dann ladet einfach euren letzten Speicherstand neu. Immer noch besser als zu sterben und diese nervtötende Expedition, und das kann sie teilweise wirklich sein, durch das minimale Inventar und eben den dauerhafter Totenmodus, dann startet doch einfach neu. Keiner zwingt euch, ein Held zu sein. Es geht nur darum, die Expedition durchzustehen, um die Belohnung einzukassieren, damit man sie dann später auf dem normalen Hauptspielstand wenigstens nutzen kann. So sehe ich das Ganze jedenfalls. Dauerhafter Tod spiele ich kaum. Ich habe zwar 150 Stunden auf meinem Spielstand dauerhafter Tod, den ich schon länger habe, aber ich, ja, es geht mir einfach nur auf den Keks mit diesem winzigen Inventar. Und deswegen reiße ich mir hier kein Bein aus in der Expedition. Ich gebe euch jetzt einfach Tipps, wie ihr da am einfachsten durchkommt. Und das ist die Variante, sobald es eng wird, neu laden. Und der letzte Tipp, bevor wir jetzt endgültig loslegen mit Iteration 3 und 4.
Lasst euch von anderen Spielern nicht verunsichern und nehmt euch Zeit. Ja, ich weiß, es gibt Spieler, die ganz stolz verkünden, 8 Stunden, ich bin durch mit der Expedition, aber im Endeffekt beklagen sie sich in einer anderen Community, dass sie 20 Mal gestorben sind. Ja, weil sie es halt komplett sinnfrei durchballern. Nehmt euch Zeit. Ich bin jetzt beziehungsweise Beginn Phase 5 und ich habe irgendwie 18 Stunden auf der Uhr. Ich habe aber auch mindestens, ich würde sagen, 8 Stunden damit verbracht, meine Inventare zu vergrößern, Kohle zu sammeln, Nanit zu sammeln, mir Upgrades zusammen zu sammeln, Upgrades einzubauen, Inventare zu vergrößern, Anzug verbessern, Waffen verbessern etc. Nehmt euch doch einfach Zeit. Keiner zwingt euch, das Ding in 8 oder 9 Stunden durchzuspielen. Und ihr habt 6 Wochen Zeit, was soll das? Und dafür habt ihr den ganzen Rest der Expedition viel, viel einfacher. Ich bin jetzt nicht ein einziges Mal gestorben, bis auf den ersten Tod. Der war ja gezwungenermaßen in Phase 1, weil es ein Meilenstein war. Man musste sterben. Ansonsten bin ich hier relativ problemlos durchspaziert, habe dafür aber auch doppelt so lange gebraucht bis Phase 5 wie andere Spieler für die ganze Expedition. Ist mir aber völlig wurscht und den Tipp gebe ich euch auch. Nehmt euch Zeit. Und jetzt geht's aber wirklich los mit Iteration 3 und 4. Ich zeige euch die wichtigsten Punkte. Ich gehe nicht auf jedes Detail ein, aber ich zeige euch die wichtigsten Punkte, was euch dort erwartet und wie ihr Probleme aus dem Weg geht. Los geht's. So, dann legen wir mal los. Wir haben Iteration 1 und Iteration 2 ja im letzten Video bereits behandelt und beide abgeschlossen. Kommen wir jetzt zu Iteration 3 und auch da konnte ich vorher schon 3 Punkte abschließen. Wie ihr seht, Sturmkristalle, 10 flüsternde Eier und die entsprechenden Units verdienen 1 Million. Da zahlt es sich eben wirklich aus, wenn man sich vernünftig vorbereitet. Und jetzt fehlt uns als erstes der Ankerpunkt Nummer 3. Und hier befinde ich mich im Anflug auf Ankerpunkt Nummer 3. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich wollte es nur zusätzlich jetzt hier im Video noch erwähnen, denn es handelt sich bei Ankerpunkt 3 um ein Portal. Ihr könnt euch also die Suche nach einem Portal sparen, falls ihr eins benötigt. Habt Geduld bis Ankerpunkt 3 und ihr habt ein Portal und könnt dann mit den Glyphen auch munter durch die Gegend reisen. Das nächste wäre die Selbstverbesserung. Wir sollen ein Erinnerungsfragment beschwören und dazu müssen wir den Obsession-Meilenstein abschließen, um zusätzliche Erinnerungsfragmente zu erhalten. Und mit Hilfe derer können wir dann mit Kabelbaum, Silber und Pugneum entsprechend ein Erinnerungsfragment herstellen im Inventar. Und das war's dann auch schon. Damit ist dieser Meilenstein ebenfalls erledigt. Und wir sind wieder einen Schritt weiter in der Expedition. Kommen wir als nächstes, natürlich Belohnung abholen. Wir bekommen jetzt hier den Walfängermantel. Den habe ich mir natürlich auch direkt angezogen. Wie sich das gehört in der Expedition, wird das auch gleich angewendet, was man bekommt. Ein paar kleine Goodies und dann geht es schon in die nächste Aufgabe. Wir sollen jetzt in Iteration 4 mit Schmuggelware handeln und ich glaube 500.000 Units verdienen. Also gehen wir auf die nächstbeste Piratenstation. Wir haben ja noch eine in unserer Teleporterliste aus Phase 1 oder 2. Ja, 1 war das genau. Da war ja gleich ein Piratensystem. Wir kaufen also jetzt bei dem Händler auf der Piratenstation entsprechend die Schmuggelware und wenn ihr jetzt in ein normales System fliegt, werdet ihr gescannt und angegriffen. Also umgehen wir das, indem wir ganz schnell vor der Piratenstation unseren Frachter rufen und erstmal auf dem Frachter landen. Denn hier ist eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr es vermeiden könnt, von der Raumschiffbehörde gescannt und angegriffen zu werden, weil ihr ja Schmuggelware an Bord habt. Ich hoffe, ihr habt auf eurem Frachter einen Teleporter installiert. Ich habe das getan und flitze somit im Piratensystem in meinen Frachter. Da gilt ja die Begrenzung nicht, was normale Stationen anbelangt. Normalerweise könnt ihr vom Piratensystem nicht zu einer normalen Station warpen, aber vom Frachter funktioniert das und schwupps seid ihr auf einer Weltraumstation.
in einem nicht piratenkontrollierten System und könnt hier eure Schmuggelware verkaufen. Ja, Nip-Nip-Knospen gelten mittlerweile auch als Schwarzmarktware. Und dann verkaufe ich hier mein ganzes Gerümpel. Eins hatte ich jetzt hier eben noch vergessen, das hole ich noch schnell nach. Mondäther hatte ich auch noch gekauft, das verkaufe ich auch noch. Und schon haben wir die erforderlichen 500.000 Units verdient und wir haben den Meilenstein abgeschlossen, eine Schmuggeltour abgeschlossen und können also direkt weitermachen in Iteration 4. Ihr seht, Haufen Horde habe ich auch schon erfüllt, das waren 2000 Nanit, auch da hat sich's ausgezahlt, dass ich Zeit investiert habe für Vorbereitung. Und jetzt haben wir noch verbanntes Glas, beseitige Wächtereinheiten und eliminiere Wächter 10 von 20 in den Pugneum-Träumen. Und jetzt zeigt sich wieder, dass ihr nicht notwendigerweise alle Punkte der Reihe nach erfüllen müsst. Ich stürze mich nämlich jetzt zuerst auf 20 Wächter eliminieren. Und hier sind wir wieder auf dem Purple-Planeten, den ich im letzten Video über Iteration 1 und 2 erwähnt habe. Hier haben wir wunderschönes Wetter und werden nicht durch Stürme im Kampf gestört. Wir ballern ein, zwei oder drei Wächter ab und dann wird natürlich die Abwehrflotte der Wächter alarmiert. Das interessiert uns aber nicht die Bohne. Wie ich es zu Beginn des Videos schon erwähnt habe, einfach abheben und Vollgas ins All fliegen. Ich habe hier bei vorherigen Kämpfen schon die Weltraumanomalie direkt über die Atmosphäre platziert. Man braucht jetzt nur hochfliegen und reinfliegen. Der Approach, also der Anflug auf die Weltraumanomalie, ist wieder quälend langsam, weil wir uns im Kampf befinden. Und notfalls steckt halt 2, 3, 4 Treffer noch ein. Wenn nötig, könnt ihr dann auch die Schilde noch reparieren. Aber ihr seid dann relativ schnell in Sicherheit. Und das macht ihr so oft, bis ihr 20 Wächter fertig habt. Und schon ist der Meilenstein erledigt. Und jetzt kommt nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr diesen Meilenstein erledigt habt. Also wenn ihr diesen Meilenstein zuerst erledigt, bevor ihr die Aufgabe Wächter ausschalten erfüllt. Ihr bekommt nämlich als Belohnung für Pugneum-Träume eine Wächter-Grenzkarte. Die seht ihr hier. Und noch ein paar Erinnerungsfragmente, bla bla bla, als Belohnung. Und wir schauen uns jetzt mal die Wächter-Grenzkarte an. Die habe ich hier in meinem Inventar. Flitzen dann schnellstmöglich auf unseren Frachter und haben dort dann in Ruhe die Möglichkeit, hier mal wieder ein feindlicher Subraumscan, deswegen schnell auf dem Frachter gelandet, haben jetzt hier die Möglichkeit, die Wächter-Grenzkarte zu aktivieren. Und die markiert uns dann einen Wegpunkt zu einem Nest der Wächter und dort findet ihr eben die notwendige Wächtersäule. Ich habe Kommentare gelesen, ja, ihr müsst euch Karten kaufen und bla bla bla. Nein, müsst ihr nicht. Schaut euch doch einfach mal vorher alles an, was in der Expedition auf euch zukommt und dann könnt ihr eine Reihenfolge festlegen, in der ihr das was machen wollt. Und hier empfehle ich euch eben zuerst 20 Wächter zu erledigen, um dann völlig problemlos über die Grenzkarte dann hier zur Wächtersäule zu fliegen. Und auch hier ist überhaupt kein Kampf notwendig. Ihr lauft einfach zum Terminal der Wächtersäule und interagiert damit und könnt dann direkt sämtliche Wächter auf diesem Planeten deaktivieren. Da seht ihr es rechts im Menü, Wächtereinheiten deaktivieren, das wählt ihr aus. Ihr könnt dann noch den ganzen anderen Kladderadatsch hier am Terminal durchschauen. Ihr könnt auch noch ein Multitool absahnen, wenn ihr Lust habt. Aber mit Wächter deaktivieren habt ihr die eigentliche Aufgabe komplett erledigt und habt den Meilenstein also abgeschlossen. Für die, die jetzt immer noch krampfhaft nach einem abgestürzten Frachter suchen, ich habe ja schon einen gezeigt im letzten Video über Iteration 1 und 2. Hier habe ich also noch einen für euch. Wir befinden uns jetzt in der Phase 4. Auch hier findet ihr nochmal einen Planeten mit dem abgestürzten Frachter. Lass uns mal reinschauen. Das ist der Planet Resong Tau im System. Da war ich jetzt ein bisschen langsam. Rudoenor
Und jetzt ist natürlich das Problem, ich habe so den Eindruck, dass zwar für alle die Ankerpunkte gleich sind, aber dass eventuell die Streckenführung von Ankerpunkt zu Ankerpunkt unterschiedlich sein könnte. Ich hoffe also, dass diese Tipps euch weiterhelfen und ihr nicht das Pech habt, eine andere Streckenführung zu bekommen als ich. Das hier ist kein Ankerpunktplanet. Also ich drücke euch die Daumen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Erinnerungshotspot in der Phase 4. Hier werdet ihr in einen Kampf verwickelt, aus dem ihr so schnell nicht wieder rauskommt. Hier war die Situation, wo ich im Raumschiffkampf dann wirklich neu laden musste. Es war einfach absolut nervig und hier seht ihr beim zweiten Versuch habe ich den Wächter, der mich entdeckt, einfach mal komplett ignoriert, habe schnell mit dem Grab interagiert, die ganzen Dialoge durchgerusht. Bin ins Raumschiff gehüpft, als die alarmierten Wächter ankamen und mache mich mit Vollgas auf den Weg raus ins All und rufe mir ganz schnell wieder die Weltraumanomalie. Und so habe ich den kompletten Kampf beim zweiten Versuch vermieden. Auch hier wieder quälend langsamer Anflug auf die Anomalie. Hier stecke ich, glaube ich, auch gleich noch 3 oder 4 Treffer ein. Hat aber gereicht. Ich habe ein bisschen die Schilde verbessert. Das war also nichts Wildes und schon hatte ich den Erinnerungshotspot und den damit verbundenen Meilenstein ebenfalls erfüllt. Da könnt ihr also auch problemlos dem Kampf aus dem Weg gehen, einfach Wächter ignorieren, Grab durcharbeiten, die Dialoge und dann nix wie weg. Und schon habt ihr es erledigt. Ihr seht, alles überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur ein bisschen schnell sein und ihr müsst natürlich wissen, wie es geht. So, damit haben wir auch Iteration 4 abgeschlossen. Ich habe die Belohnung eingeheimst, hier meinen Weltraumwal als Deko für die Basis. Und ich hoffe, meine Tipps konnten euch da soweit weiterhelfen. Ich bin jetzt gespannt, was die Phase 5 bringt. Vielleicht legen sie da endlich mal eine Schippe drauf. Ich fürchte, es wird so sein, aber ich bin gespannt. Euch wünsche ich dann für den Rest der Expedition eine gute Reise. Bis zum Video, macht es gut. Tschüssi!